Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Kajetan Brandstätter. Ich bin Kajetan Brandstätter von Podcast Mittelstand und ich habe heute als Gast Herrn Walter Richter. Herr Walter Richter ist Geschäftsführer der Netcom GmbH und er ist bekannt und sehr erfolgreich durch seine Messen. Er machte die Sales- und Marketing-Messe, die Personalmesse und auch die Sicherheitsmesse. Und wir kennen uns ja doch schon einige Jahre, jetzt glaube ich seit 2 Jahren war es, lieber Walter, von der Sales- und Marketing-Messe. So haben wir uns ja eigentlich kennengelernt, gell? Wie bist du eigentlich zu diesen Themen gekommen? Gut, also ich habe Gefallen am Messewesen gefunden, das war in den 80er Jahren schon. Da über eine Agentur war ich Projektleiter für die Interlift zum Beispiel, eine Aufzugsmesse. Haben alle gesagt, ah, über Aufzüge können wir doch keine Messe machen. Aber mittlerweile ist es die Interlift zum Beispiel, die jetzt in Augsburg jedes Jahr stattfindet, alle 2 Jahre, die einzige weltweit, die einzige Aufzugsmesse. Das ist also mein Baby, sagen wir es mal so, und ich habe einfach Spaß dran, also für die Industrie, sagen wir mal so, Messen zu organisieren. Das war also praktisch aus den 80er Jahren. In den 90er Jahren war ich Projektleiter für die Exponet-Netzwerkmesse, da ging es also um die Computervernetzung, Verkabelung etc. Solche Themen waren es auf der Exponet in den 90er Jahren. Und seit 20 Jahren habe ich gesagt, also was ich als Projektleiter kann, das kann ich auch als eigener Firmenchef aufbauen. Und so sind wir über die DICOM, Dienstleisterkongressmesse der Industrie- und Handelskammer, im Jahr 2000 bis 2003 auf das Thema Marketing und Vertrieb, das Thema Personalwesen und Sicherheitstechnik für Unternehmen gekommen. Die haben sich aus dieser Dienstleisterkongressmesse der Industrie- und der Handelskammer entwickelt. Jetzt sind wir schon mitten im Thema, weil das ist dein Schwerpunkt, auch die Firma natürlich auch. Aber Walter, wie war es eigentlich, wenn jetzt dich jemand noch nicht kennt von unseren Zuhörern, wie ist eigentlich dein Werdegang, welche Qualifikationen oder wie hast du gestartet, sagen wir so von Anfang an? Gut, also Gefallen am Messewesen quasi, praktisch die Anbieter der Industrie und Dienstleister zusammenzubringen mit ihrem Zielpublikum. Das ist einfach eine Herausforderung, also für jede Branche quasi rauszufiltern, wer sind die Anbieter und wer sind die Player in diesem Segment, in dem Wirtschaftssegment. Wer sind die Herausforderer, sagen wir so, wer sind die Newcomer, die da reinsteigen mit neuen Produkten, neuen Ideen und so weiter. Und das ist einfach ein wichtiger Aspekt von jeder Fachmesse, Neuigkeiten zu zeigen, ein Marktspektrum darzustellen. Und auf der anderen Seite natürlich von der Nachfrageseite, die Zielgruppen auch zu rauszukristallisieren und die anzusprechen über die Verbandsarbeit, über die Fachpresse etc., über Direct Mailing zum Beispiel, das ist ein wichtiges Instrument nach wie vor, über Newsletter und so weiter einzuladen, damit sie auch auf die Messe kommen. Ja, ist klar, da hat sich ja sehr viel getan in der Richtung. Ich meine, da haben wir im Vorfeld uns ja öfter schon mal unterhalten. Du hast ja eine ganz fundierte Ausbildung und hast da relativ viel Auslandserfahrung, glaube ich auch, gell? Ja, gut, das war also nach dem Studium mehrere Jahre in Afrika, in Entwicklungshilfe, im Roten Kreuz etc. unterwegs gewesen. Und dann habe ich dann gedacht, also Messewesen, was interessante Sache, kann ich meine Sprachkenntnisse anwenden, Deutsch, Französisch und so weiter. Und deswegen dachte ich, das wird mir sicher Spaß machen. Aber zum Beispiel auf der Sicherheitsmesse haben wir sehr viele französische Firmen. Aber ich muss klipp und klar sagen, ich hätte ganz gern mein Französisch ein bisschen aktualisiert. Aber es ist eigentlich ein bisschen eine Sprache, ist Englisch. Da geht nichts dran vorbei. Ja, aber mittlerweile ist es so, ich meine, gerade das Thema Englisch, ich meine, das ist ja da auch international und gerade im Messebereich ist es ja gang und gäbe, egal wo die Leute herkommen, ob aus China, Frankreich oder Spanien, es wird eigentlich Englisch gesprochen. Ja, das ist halt, genau, da geht nichts dran vorbei und die meisten. Du bist ja so, ach, die Deutschen können sowieso Englisch, da braucht man nicht kein Deutsch lernen. Ja, mittlerweile, ja. Ja,
Du hast ja auch, wenn ich es jetzt so von dir, du warst ja sehr erfolgreich die ganze Zeit, auch von deiner Entwicklung her, von der Messe. Aber gibt es einfach einmal eine Aussage, wo du sagst, okay, das war meine beste Entscheidung? Ja, generell schon. Also ich wollte es halt damals mal einfach probieren. Ja. Ja. Man weiß, wenn man eine Firma gründet, weiß dann nie, wie es geht, ja. Ob es klappt oder nicht. Ja. Ja. Aber sagen wir, ein wichtiger Erfolgsfaktor war natürlich für die Firma auch die Mitarbeiterauswahl. Ja. Also da haben wir Glück gehabt, dass wir gute Mitarbeiter gefunden haben, die dann auch wieder über Kontakte die richtigen Mitarbeiter dann dazugebracht haben. Und so ist, wie bei jeder Firma, das Personalwesen das A und O. Drum sind natürlich auch stolz, dass wir auch die Personalmesse München haben, auch aus dem Gedanken heraus, dass für jede Firma das Personalwesen ganz eine wichtige Sache ist. Ja, die Personalmesse, weil du hast ja mitgebracht, die haben ja 27. und 28. Oktober. Ich darf ja auch mit dem Stand dabei sein, da freue ich mich schon wieder. Und man hat einfach dieses Gefühl, die Leute, die fühlen sich auch wohl bei dir auf der Messe. Viele kennst du ja schon seit vielen, vielen Jahren und die kommen ja immer wieder. Das heißt, du hast ja ein wahnsinnig treues Messepublikum eigentlich. Nicht nur vom Publikum, auch von den Ausstellern, oder? Ja, genau. Es ist beides wichtig. Also sowohl von der Ausstellerseite wie auch von der Besucherseite. Man muss dranbleiben. Natürlich, du weißt ja sicherlich, 25% der Adressen ändern sich jedes Jahr. Und darum muss man also ständig dranbleiben. Adressänderungen und so weiter, Zuständigkeiten ändern sich, Firmenübernahmen passieren und so weiter. Also die Wirtschaft ist im Fluss, das weißt du ja auch. Ja, logisch, weil gerade in der heutigen Zeit ohne CRM kommt es eigentlich fast nicht mehr hin. Also auch da gibt es auch bei dir immer wieder Aussteller, die ja sich mit dem Thema ja beschäftigen. Ja. Auch dann im Frühjahr dann die Sales- und Marketing-Messe, wo es wirklich auch geht. Ja, ich meine, das Herzstück eines Vertriebes ist eigentlich der Vertrieb und das Personalwesen. Also somit hast du eigentlich die wichtigsten Punkte auch somit im Griff, sage ich mal so. Ja, genau. Es gibt natürlich dann auch Überschneidungen zwischen den Messen, Personalmesse, Sales-Marketing-Messe. Es kommt auf die Vertriebsmitarbeiter an, den richtigen Vertriebsmitarbeiter, nicht nur generell, also Personal, das richtige Personal zu finden. Ja. Und das Team auch reinpassen. Weiterbildung sind die Themen der Personalmesse, Personalmanagement, betriebliches Gesundheitswesen zum Beispiel ist wichtig, um die guten Mitarbeiter auch in der Firma zu halten. Das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade bei der Personalmesse in München und da praktisch Incentives sind ganz wichtig. Damit die Mitarbeiter gerne in der Firma arbeiten, mit anderen zusammenarbeiten und in der Firma bleiben. Ja, ich denke auch gerade in Firmen, wenn man das so sieht, da werden ab und zu Denkfehler gemacht, gerade im Marketing, wo man denkt, man macht diese ganzen Kundenzufriedenheitsanalysen und man macht Kunden und Kundenzufriedenheit, wenn man aufs Personal geht. Wie sagt man so schön, der Spruch kommt von irgendwann einmal, habe ich den bei dir schon mal gehört, ist das Personal zufrieden, ist auch der Kunde zufrieden, oder? Ja, sicher. Wir haben so vorher unterhalten über Vertriebswesen. Vertrieb ist personenbezogen. Ja. Also klar, man macht Marketingaktivitäten, um Kontakte zu generieren, aber letztendlich ist für jeden Kunde wichtig, mit wem es zu tun hat. Also die persönliche und Kontinuität zum Beispiel. Also dass es jede Wechsel im Vertrieb wird nicht leicht akzeptiert von den Kunden. Ja. Und darum ist es einfach auch zum Beispiel die Kontinuität für jede Firma im Personalbereich ganz, ganz wichtig. Ja, ich glaube, da ist auch, ja, oder generell, wie man gesagt hat, mit 25%, das überrascht mich jetzt, also die Zahl brutal, wie sich das ändert. Von einem großen, aber da, ja, aber da geht es auch darum, wie das eigentlich da dann Zahl, auch gepflegt werden muss. Das heißt einfach, das ist eine ewige Pflege und eine Betreuung, das ist schon wichtig. So im Nachhinein hätte ich mal eine Frage, gibt es eigentlich was, wo du sagst, im Nachhinein, das würde ich nicht mehr machen oder anders machen? Ne, eigentlich nicht, ne. Also
Ja, gut, wir haben unsere Datenbank seit, ja, keine großen Veränderungen. Ja. Also wir können gut damit mitarbeiten und also kommen klar. Natürlich, also vielleicht wichtige Tipps. Firma klein halten am Anfang, gerade für Newcomers und so weiter. Weil natürlich Personalkosten eine wichtiger Kostenfaktor ist immer auf der einen Seite. Und dann später einfach die richtigen Mitarbeiter gewinnen für die Firma und dann auch die Betriebsklima einfach, dass das stimmt, dass es keine Konkurrenzen gibt. Zum Beispiel bei der Sales Marketing haben wir zum Beispiel auch die Erfahrung, dass natürlich zwischen den Abteilungen, dass sie nicht immer so hundertprozentig zusammenarbeiten, also wie die jeder will, wenn dann Auftrag da ist, dann sagen die vom Marketing, na, den haben wir quasi generiert und die Vertriebler sagt, ich kenne meine Kunden, das ist und so weiter. Also um solche Unstimmigkeiten zu vermeiden, haben wir gesagt, die sollen quasi, es ist eine Idee, also einen Umsatz zu generieren, braucht man einerseits eine Marketingabteilung, aber auch gute Vertriebsmitarbeiter. Ja, und da ist einfach das Thema Mensch zu Mensch einfach ganz, ganz wichtig. Wie war das bei dir eigentlich jetzt in der Corona-Zeit? Hast du das eigentlich gemerkt? Also wir haben ja letztes Jahr die Personalmesse, es war im Großen und Ganzen, wir haben ja das wieder machen dürfen, ich war ja dabei. Es hat eigentlich schon ein bisschen was geändert, oder? Auch. Ja, natürlich. Corona hat uns alle getroffen. Ja. Und ich war natürlich schon überrascht, dass gerade bei je größere die Firma, Firmen sind, umso größere Restriktionen sind auf die Mitarbeiter, auf Vertriebsmitarbeiter auferlegt worden. Ich habe gesagt, also quasi nur Homeoffice. Und da haben natürlich viele Vertriebler dann schon drunter geächtet. Sie haben gesagt, sie können zwar Videokonferenz organisieren, aber ihnen fehlt der persönliche Kontakt. Ja. Also das ist und natürlich dann hieß es dann von wir dürfen nicht auf eine Messe gehen. Anleitung von ganz oben, so ungefähr. Also das hat sehr viele von der Anbieterseite, von der Messe genauso getroffen wie von der Besucherseite. Da haben wir natürlich schon ein Drittel Rückgang auf jeden Fall verzeichnen müssen. Ja, ich meine, es gibt ja viele Alternativen, sprich die ganzen Webinare oder Digitalmessen etc. Ich mache selber eine Digimesse. Aber ich merke es auch selber, die Verbindlichkeit oder einfach das von Mensch zu Mensch, das kann eigentlich ein digitales Thema nicht so wirklich ersetzen. Ja, das kommt natürlich bei der Messe noch dazu, dieser Erlebnischarakter. Ja. Also es gab dann Messen in Hannover, da wusste man, das ist im März und man muss durch den Matsch stapfen, bis man auf die Messe kommt und so weiter. Dann sind in Juni gegangen. Und da war es aus. Yeah. Es ist einfach so, jede Messe hat einen eigenen Charakter, Erlebnischarakter. Und das ist einfach auch ganz wichtig für als Messeveranstalter, dass man das rüberbringt, diesen Erlebnischarakter. Ja, sicher, das ist einfach das direkte Erleben und das bleibt ja dann auch im Kopf. Und darum hast du ein tolles Stammpublikum oder Stammgäste, was du sagen hast. Man muss einfach eine Happy Hour machen, man muss da Künstler einladen. Ja. Und dann, weil alle sagen, also das gehört dazu einfach. Oder wir haben zum Beispiel für die Aussteller ein kleines Café eingerichtet. Also, hey, bei euch gibt es einen Kaffee, das gibt es auf keiner Messe. Ja? Ja. Also das sind so Kleinigkeiten, die einfach doch ganz wichtig sind. Ja, ich glaube, auch da hat sich ja sehr viel geändert, weil wenn man das so sieht, früher, den Außendienstler, den hat man ja gelockt mit einem größeren Auto oder sowas, aber das sind auch die Werte oder die Ansprüche, wie sagen Sie, haben sich verschoben. Erst letztes Mal war ich bei einem Vortrag von einem Zukunftsforscher, der hat gesagt, mein Gott, mittlerweile ist halt einfach wichtig, dass ein Kita-Platz dabei ist oder es geht sogar so weit, wenn ich halt gerne in der IT zum Beispiel in München habe ich einen Pflegeplatz für meine Eltern und solche Sachen. Also ist ja ein Thema dann aber der Sales- und Marketingmesse, weil du hast ja angesprochen, das Thema Incentivierung, da hat sich ja vieles geändert auch in der Richtung. Gell? Ja, klar, also das verschiebt sich. Also zum Beispiel auf der Personalmesse, was halt jetzt natürlich
durch die Klimaveränderung, also viele Leute wollen also klimabewusst leben und dann sagen sie also, ich will kein Firmenfahrzeug, ich will ein Dienstfahrrad haben. Zum Beispiel, also, und da gibt es also Anbieter, die da auf der Personalmesse sind und die den Personalleitern halt erklären, wie sie also Steuern sparen können und ein interessantes Angebot für die Mitarbeiter über das Dienstfahrrad quasi. Ja, aber gerade das Thema Steuersparen ist ja auf der Personalmesse ein Riesenthema. Da hast du einige Aussteller genau zu dem Thema. Also ich glaube, das passt wunderbar. Ich habe letztes Mal ein interessantes Buch gelesen, The Blue Wave. Und wird das genau eigentlich beschrieben, auch was du zuerst gesagt hast, von einem, jetzt haben wir gleich mal beim Tipp für unsere Zuhörer, von der Firmengröße oder Firmengestaltung. Ich glaube, wichtig ist auch, wenn man halt so eine Firma startet, dass man das skalierbar aufsetzt, oder? Man sagt, okay, ich kann problemlos wachsen. Ja, also ja, jeder sollte eigentlich schon ein bisschen größer denken und sagen, wie schaut es aus? Ich bin nicht nur Solo-Selbstständiger, sondern ich denke gleich so, als hätte ich gleich mal 10, 15, 20 Angestellte, oder? Ja, dass es skalierbar ist. Also, ja klar, sicher. Das ist natürlich schon auch wichtig, dass man am Markt bestehen bleibt. Wir haben natürlich also gerade im Messebereich nicht den doppelten Boden wie die großen Messegesellschaften, die ja so staatlich organisiert sind. So sind wir also privat wirtschaftlich arbeiten und da muss man natürlich mehr auf die Kostenseite schauen als große Staatsbetriebe. Ja, logisch. Ja, sicher, wir müssen ja gewinnorientiert arbeiten, weil sonst ist es Liebhaberei, da keiner dann ein Verständnis irgendwann. Ja, gut, umso mehr freut es mich natürlich, dass die Aussteller mit unserem Service zufrieden sind. Das heißt mit der Betreuung. Ja. Also unsere Arbeit läuft eigentlich im Vorfeld der Messe. Also mit der Messe ist eigentlich unsere Arbeit fast vorbei. Ja, in dem Moment, wo es losgeht, dann ist es eigentlich schon wieder vorbei. Dann ist es schon wieder vorbei. Also weil natürlich der ganze Service Betreuung der Aussteller, man muss jeden nachfragen, hallo, hast du einen Stromanschluss, hast du deinen Katalogeintrag und so weiter. Ja. Die ganzen Referentenfotos, das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil unserer Fachmessen, sind die Vorträge. Ist einfach auch der Weiterbildungscharakter der Messe gewährleistet. Ja, so haben wir eigentlich kennengelernt, weil ich war das erste Mal eigentlich bei der Sales- und Marketing-Messe und mir hat einfach gefallen, damals im Messezentrum draußen, OCM, dass halt wirklich dann diese zwei Vortragsräume sind, wo er dann wirklich den ganzen Tag, kann man sich aussuchen, ich gehe in das rein, das Thema und anschließend noch vom Vortrag dann direkt zum Stand von dem jeweiligen Sprecher, der dann irgendwo ist, und dann nachfragen kann. Also das ist schon ein tolles Konzept, was du da geboren hast. Also gerade die Vortragsreihe sind ein ganz wichtiger Aspekt der drei Fachmessen, weil das sind einfach wichtige Impulse für das Fachpublikum, für die Besucher, dass sie sich auch die Vorträge raussuchen, die gerade anstehen in ihrer Firma, ob es jetzt eine Softwareentwicklung ist oder Mitarbeiterschulungen etc., um Anbieter zu treffen und auch zu vergleichen, mehrere Angebote und so weiter. Also dazu geben wir einfach den Firmen, die auf der Messe dabei sind, ein Podium. Ja, man merkt einfach, wenn man mit dir redet auch oder auch wenn man Messe von dir miterlebt, du bist ja mit Leib und Seele dabei, also du lebst ja die Messe in dem Sinn. Aber sag mal, Walter, was interessiert dich oder was fasziniert dich generell an dem Messewesen? Ja, die Sache zu organisieren und zum Beispiel also auch die Firmen anzusprechen und denen das Konzept anzubieten, bei einer Messe ihre Neuigkeiten zu zeigen. So ist man quasi immer dem Markt einen Schritt voraus. Mhm. Also ein Motto haben wir da, glaube ich, genannt, die Messen von heute für die Märkte der Zukunft, war mal so einer unserer Slogans. Also insofern ist man praktisch von der technischen Seite einfach weißt du ganz genau, was eigentlich Neues gibt am Markt.
Also das ist natürlich schon wahnsinnig interessant. Ja, man bleibt da selber aktuell und up-to-date, das bin ich stark. Ja. Ja, klar. Also ob das jetzt bei der Digitalisierung natürlich, bei der Sicherheitsmesse, wenn alle Schlüssel quasi, bis alle Schlüssel ersetzt sind durch Karten oder inzwischen durch Handy, wo du bei der Türe mit dem Handy rein und raus gehen kannst und so weiter. Das ist natürlich also schon faszinierend. Ja. Also da die Entwicklung zu verfolgen, ja. Oder bei der Personalmesse auch die Digitalisierung, digitale Personalakte, die dort anstehen, oder die neuesten Vertriebstools bei der Sales-Marketing-Messe mitzukriegen. Ja, aber das sind ja so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel gerade bei der Personalmesse. Man hat ja auch hier das Thema, alleine wenn man jetzt den Lohnzettel, den normalerweise jeder kennt, ja, durch Elektronik ersetzt, ja, man glaubt gar nicht, wie viel Einsparung das für eine Firma ist, weil du musst das ausdrucken, musst eintüten und. Auch das wieder ausgestellt. Aber jetzt haben wir gleich einmal noch ganz kurz zur Personalmesse, weil das ist ja die nächste, die jetzt stattfindet im Oktober. Also wir schreiben die Termine unten noch einmal rein, damit es jeder nachlesen kann. Okay. Gibt es da noch Plätze eigentlich als Aussteller? Ja, wir haben noch Plätze frei, es war ein bisschen kurzfristig. Also unser Hauptmarketing-Tool ist dieser Messeplaner. Also normalerweise machen die Messen ihren Messekatalog und legen den dann auf der Messe. Aber auf der Messe hat keiner Zeit, den Katalog reinzuschauen. Darum haben wir gesagt, wir verschicken den Messekatalog per Post einen Monat vor der Messe. Und das ist natürlich dann schon zeitkritisch jetzt für Oktober. Nein, ist klar. Aber es könnte, wenn einer sagt, okay, ich will dabei sein, dann könnte das kann, auch kann machen. Kann er doch auf jeden Fall dabei sein. Ja. Also kriegt das Marketing-Unterstützung wie Gratis-Tickets, kriegt jeder Aussteller in beliebiger Menge. Kann er dann nochmal eigene Werbung machen. Das ist vielleicht auch für unsere Zuhörer ist noch so ein kleiner Geheimtipp heute. Ja. Und zwar, ich werde auch so eine kleine Xing und BVMW-Lounge-Partie machen. Ja, und da gibt es dann, also ich schreibe unten dann den Ticketcode rein. Das heißt, da kriegt sie dann auch noch einmal von mir kostenfreie Tickets. Ja. Und so begrüßen wir uns dann gegenseitig oder haben den menschlichen Austausch dann auf der Messe direkt. Da freue ich mich drauf. Und jetzt zum Schluss von unserem Interview, was mir richtig Spaß gemacht hat, gib doch bitte unseren Zuhörern noch ein, zwei Tipps, wo du aus deiner Lebenserfahrung sagen kannst, das würde ich jetzt einem jungen Unternehmer oder einer Unternehmerin empfehlen. Das ist nicht so einfach. Also als Tipp, also den Mut einfach, Mut quasi braucht man schon und gute Nerven am Anfang, also weil wie gesagt, man weiß nie, ob es klappt oder nicht. Und ich habe auch schon mal Partner gehabt, die sagen, was war das damals irgendwie? Nach 9/11 hat die also ihren Laden zumachen müssen. Hat gesagt, also sie ist jetzt pleite, aber sie hat trotzdem Mut, weiterzumachen. Also das heißt, die Dame, es war eine Engländerin, die in München tätig war, das haben alle ihr hoch angerechnet, dass sie gesagt hat, sie steht zu ihrer Pleite und hat dann trotzdem weitergemacht. Und also jetzt das so negativ möchte ich eigentlich nicht das jemand abschließen, sondern... Ja, ich finde es sogar positiv, weil man sagt, du darfst hinfallen, du musst nur wieder aufstehen, oder? Ja, genau. Also das ist einfach eine durchhaltige Parole. Ja, genau. Also wie gesagt, also Mut ist einfach ein wichtiger Faktor im Geschäftsleben und auch die Kontakte halt auch offen sein und Kontakte pflegen halt auch. Drum, jetzt geht mit dir zum Beispiel also ganz, ganz prima. Wir haben uns auch über andere Kontakte kennengelernt. Und aber man muss dann auch mal sagen, also gut, da bin ich dabei und ich stehe dazu und man muss auch Risiko eingehen. Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Ja, ich bedanke mich natürlich bei dir ganz herzlich für das wunderbare offene Gespräch. Dankeschön. Ja, gerne. Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf unseren nächsten Beitrag, Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de.